Hier ist Weasel News mit den Breaking News. Und zwar soll der berüchtigte Leatherface zurück sein. Er ist eine Art Mensch, der allerdings aus Haut besteht, die von seinen Opfern genommen wurde. Das bedeutet, sein Gesicht ist eine Maske. Und es soll tatsächlich jetzt in der Fleischerei zu einer Tat gekommen sein. Es gibt 4 Opfer, die gefunden wurden. Und hier sieht man auch das Beweismaterial von einem der Opfern. Wenn sie nicht hinwollen, dann schauen sie nicht hin. Hier ist jedenfalls das Material und es ist wirklich schrecklich. Hier hat sich Leatherface mit seiner berüchtigten Kettensäge eines seiner Opfer geholt. Danach ist er verschwunden und bis jetzt ist der Verbleib von ihm, von Leatherface, noch unbekannt. Bis jetzt ist Los Santos allerdings nicht mehr sicher. Jo Leute, was geht? Freunde, heute geht es um die Legende des sogenannten Leatherface. Der soll nämlich jetzt angeblich gesichtet worden sein und zwar hier im Raven Slaughterhouse und zwar beim Schlachthaus und ihr seht gerade, ganz viel Polizei ist da. Ich weiß auch nicht, ob die den Bereich gesichert haben. Wir werden uns jedenfalls da drin informieren, was da genau passiert ist. Und ob wir vielleicht den Leatherface auch in GTA 5 finden können, das erfahren wir auf jeden Fall, Leute. Deswegen lasst gerne jetzt einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Ich würde sagen, hey Sir, meint ihr, ich kann da rein? Ja, sicher. Gehen Sie nur rein. Sie sind mittlerweile auch schon der 100. Der 100? Okay, ich habe keine Ahnung, wovon er redet, aber ich würde sagen, Leute, wir gehen mal rein. Und Tracy? Was? Hä? Warum sind hier so viele Leute? Okay, ich weiß nicht, was hier abgeht, aber normalerweise ist hier eigentlich Fabrikbetrieb. Und der macht hier irgendwelche Fotos von den ganzen Konservendosen? Was geht hier vor sich? Okay, was ist hier passiert? Oh nein. 4 Leute hat es erwischt, oder? Oh ja, es ist tatsächlich passiert, Leute. Sie sind in diesen Bodybags dort eingeschlossen. War das etwa Leatherface? Nun, ich erkläre es jetzt zum 100. Mal. Ja, das war Leatherface. Und ja, alle seitdem, die diese Nachrichten gesehen haben, kommen jetzt plötzlich hierher. Okay, ich erkläre es so wie folgt. Leatherface hat heute 4 Leute erledigt. Mit seiner Kettensäge. Eine Person ist aber irgendwie noch nicht gefunden worden. Und zufälligerweise war das die Tochter eines Milliardärs und jetzt hat er ein Preisgeld von 1 Million Dollar ausgesetzt, um seine Tochter zu finden. Jetzt kommen alle Leute hierher, suchen nach Hinweisen, ob sie Leatherface finden, um dann die Frau zu holen, weil alle Leute hier broke sind. Okay, deswegen ist es hier so voll. Also ist das jetzt so eine Schnitzeljagd? Alle suchen nach Leatherface? Aber wisst ihr was, Freunde? Wir werden das jetzt auch machen und wir werden zuerst Leatherface finden und wir werden diese Tochter nach Hause bringen und die 1 Million Dollar abkassieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Challenge. Dann suchen wir mal hier ab. Aber wartet mal. Wir fragen einfach mal. Hat sie vielleicht irgendwelche Tipps? Also, wenn alle vielleicht auf mein Foto ein Like da lassen würden, dann wäre das doch was Nettes. Okay, dann zeig mal das Foto her. Okay, Leute, wisst ihr was? Lasst mal alle jetzt ein Like auf diesem Video da. Und jeder Like, den ihr jetzt gibt, ist ein Like auf diesem Foto von dieser wunderschönen Frau. Also, Leute, wir brauchen den Hinweis. 3, 2, 1, hämmert den Like-Button. Und, hast du jetzt genug Follower? Okay, danke schön. Wow, so viele Likes. Danke. Na gut, also, wir haben den hinteren Bereich noch nicht ganz abgesucht. Kann sein, dass dort vielleicht ein paar Hinweise sind. Mehr wissen wir nicht. Ach, super, danke für den Tipp. Leute, wir schauen uns mal um. Was finden wir? Wait, seht ihr diesen Typen? Der ist ein bisschen sus. Hallo, Sir. Was startet? Okay, keine Ahnung, Leute. Hier sind sehr, sehr merkwürdige Typen. Die Frau macht einfach Foto von dem Fleisch? Hey, Vorsicht, junge Dame. Das ist ziemlich, ziemlich giftig und ätzend. Ja, sollten Sie lieber weggehen, ganz ehrlich. So, ey, was soll das? Hilfe, warum greifen Sie mich denn an? Ich habe doch gar nichts gemacht. Okay, gucken wir uns mal um. Vielleicht finden wir tatsächlich einen Hinweis. Sie sagte jedenfalls, im hinteren Bereich haben sie noch nicht ganz abgesucht, weil alle wollen Leatherface sehen. Ich meine, wir haben jetzt langsam Halloween. Hey, was soll das? Wollt ihr alle etwa die Millionen? Du gewinnst hier nicht die Millionen bei Stefan Raab. Okay, jetzt gib mir... So, zack. Was ist denn mit den Leuten los? Oh, da hinten sind ein paar. So, gibt's hier irgendeinen Hinweis auf Leatherface? Wir brauchen doch etwas, was uns weiterbringt. Moment, das Foto von dieser Frau. Oh, da sind Fingerabdrücke. Seht ihr die? Nehmen wir uns das Foto mal genau in den Visier. Okay, Leute. Nee, vergesst es. Es ist einfach nur das Foto... Wobei, da ist ein Pfeil. Seht ihr das? Das zeigt auf so ein Logo mit einem Pferd.
Was soll das bedeuten? Ist das vielleicht ein Hinweis, dass sie die Frau dorthin gebracht haben? Leatherface hat die Frau vielleicht dorthin gebracht, aber was ist das? Okay, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt ein Foto von diesem Logo und ich suche jetzt einfach mal mit AI und finde heraus, womit das Ganze zusammenhängen kann. Wie gesagt, man muss ja mittlerweile nicht mehr nachdenken. Oh mein Gott, das könnte hinkommen. Das Logo, was wir auf diesem Bild gerade gesehen haben, ist dasselbe Logo wie auf diesem Bild. Und da haben wir es. La Fuente Blanca. Das ist tatsächlich, glaube ich, die Pferderanch von Michael DeSanta. Nein, von Michael... Wie hieß der nochmal? Marty Madrazo. Hat der... Ich meine, hat er sie wirklich dorthin gebracht? Naja, ich würde sagen, Leute, den Hinweis nehmen wir auf jeden Fall mal gerne mit. Und wisst ihr was, Leute? Wir nehmen das Papier natürlich mit. Niemand soll uns folgen. Niemand soll wissen, dass wir da sind. Ist auch ein hohes Risiko. Falls wir entführt werden, weiß auch niemand, wo wir sind. Aber wir wollen die Million haben. Okay, das Bild habe ich jetzt mal mitgenommen. Auf geht's zur Pferderanch. Okay, Ladies and Gentlemen, wir sind angekommen. La Fuente Blanca, die Pferderanch von Michael. Warum sage ich die ganze Zeit Michael? Was habe ich mit dem? Nein, Marty Madrazo, der Matratzenladenverkäufer. Wenn es wirklich stimmen könnte, könnten wir der 1 Million sehr nah dran sein. Aber auch Leatherface. Wir wissen, wie gefährlich der ist. Vor allem mit seiner Kettensäge. Oh, vorsichtig, Leute. Nicht, dass uns jemand gleich kommen holt. Hallo? Vorsichtig, vorsichtig. Leute, was ist das hier? Warte, da liegt etwas. Oh, oh Mann. Nein, 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 Leute. Das ist so krass, dass ich euch das zeigen kann. Da liegen ein paar Sachen auf der Treppe, die man lieber entsorgen sollte. Nur lieber begraben sollte. Okay, weil ich das jetzt gesehen habe, Freunde, glaube ich, dass wir auf der richtigen Spur sind. Das Licht ist an. Ist, glaube ich, ein gutes Zeichen, oder? Dann gehen wir mal rein. Auf geht's hinein. Okay, Leute. Sagt mir bitte, dass es gut aussieht. Ah! Okay, 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 okay. Was ist das? Wer ist das? Ist das die Frau? Hallo? Oh, nein. Nein, 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 Leute. Das ist heftig. Ist das krass. Wir haben hier sehr viel. Da hängt ein Schinken. Das ist ein riesiger Schinken, der da an der Decke hängt. Das kann nur das Werk von einer bestimmten Person sein. Leatherface. Jo, der hat hier wirklich meisterhafte Arbeit geleistet. Ist das irgendwie sein Kunstwerk? Denn die Gerüchte sagen, Leatherface sucht sich seine Opfer ganz bestimmt aus, denn er benutzt die Haut der anderen Opfer, um einen neuen Körper zu machen, um sich schöner zu machen. Und deswegen ist seine Haut aus komplettem Leder von einer anderen Haut gemacht. Also wir wissen nicht, wie er drunter aussieht, aber wahrscheinlich ziemlich hässlich. Okay, da liegen noch mehr von diesen Sachen. Ja, das ist sehr einladend, muss ich sagen. Und ja, besonders die Füße da auf dem Teller ist sehr appetitlich. So, dann schauen wir uns mal genauer um. Wo ist diese Frau? Ich weiß nicht mal ihren Namen. Hört ihr das? Das hört sich... Oh, oh wow, das wird lauter, das wird viel lauter, das Geräusch. Ist das eine Kettensäge, oder? Leute? Kann es sein, dass... Naja, wenn ich mich jetzt umdrehe... Sollen wir uns umdrehen? Okay, der Sound hat aufgehört. Ich höre nichts mehr. Vielleicht ist er ja gegangen. Oh Leute, ich weiß nicht, soll ich mich umdrehen? Ich habe ein bisschen Angst. Okay, wir tun's. 3, 2, 1 und... Oh nein! Oh nein, 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 nein. Da ist er, Leute. Okay. Mr. Leatherface, ich wollte gerade gehen. Na gut, dann lass uns... Die Tür ist verschlossen. Okay, okay, dann nehmen wir die andere Tür. Nehmen wir die hier. Okay, die Tür ist auch verschlossen. Ja, dann nehmen wir mal die Tür. Die ist auch verschlossen. Leatherface, ich würde gerne jetzt einfach nur an den vorbei. Ich muss in diesen blauen Kreis. Da muss ich einfach nur abhauen. Okay, Mr. Leatherface, ich gehe dann einfach mal... Nein, 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 nein! Nein! Nein, Franklin! Was? Hallo? Was schreit da? Wow. Bauer Heinrich? Was? Ist das Bauer Heinrich? Was ist hier? Hey. Oh, nein, nein, nein. Leatherface. Was soll das? Lass mich raus, okay? Wo ist die Frau? Wo hast du die Frau entführt? Und was sind das für Schreie im Hintergrund?
Was sagst du da? Ich kann dich kaum verstehen unter deiner komischen Maske, die du hinter dir hast. Ah nee, das ist ja seine neue Haut. Lass mich raus! In 5 Minuten komme ich dich holen und zerhacke dich genauso in kleine Stücke wie die anderen, die gekommen sind. Oh nein, 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 bitte. Das ist alles nur ein Missverständnis. Ich bin ein großer Fan von dir. Wirklich? Soll das so sein? Na dann werde ich mein bestes Werk an dir vollüben. Und deine Haut bekommt einen Ehrenplatz an meinem Körper. Nein, Leatherface, sag mal, jetzt ist er weg. Okay, Freunde, wir haben 5 Minuten. Oh, mir wird's angezeigt. Tür öffnen ist unsere erste Aufgabe. Okay, dann sollten wir das wirklich ganz vorsichtig machen. So, schauen wir uns mal um, Leute. Haben wir hier irgendwas? Irgendwas, das mir hilft. Wir müssen hier doch irgendwas finden, das uns hier rausbringt. Okay, über den Zaun klettern? Das funktioniert leider nicht, Leute. Okay, wir brauchen irgendwas, das hilft. Ein Kissen? Nein. Vielleicht ist hier etwas drauf? Nein. Leute, hat Bauer Heinrich vielleicht etwas? Hallo? Mann, der ist fest wie ein Brett, ey. Okay. Oh, warte. Das ist doch was. Genau das Tool brauchen wir. Ja, genau, Leute. So eine Zange. Die müssen wir nehmen. Damit schneiden wir diesen Zaun auf. Okay, Franklin. Ja, du machst das gut. Und komm schon. Nice. Okay. Die Tür ist offen. Damit können wir endlich raus. Hä? Was passiert? Oh nein, der Strom ist auch noch aus. Super, was soll ich jetzt denn machen? Okay, Leute, wir gucken mal. Ist die Luft rein? Achtung. Ja, okay. Sie... Junge, hört ihr die Geräusche? Der arbeitet gerade irgendwas ab an anderen Opfern. Na gut, hier steht etwas. M, find missing woman. Wir müssen ja, stimmt, die vermisste Frau finden. Es geht ja darum, dass wir die 1 Million bekommen. Und wir brauchen irgendwie auch das Geld. Oh nein, da ist er. Okay, vorsichtig, Leute. Ganz vorsichtig sein. So, was sind eigentlich unsere Aufgaben? Checken wir mal die Mission. Strom einschalten, Schlüssel finden, Frau finden. Okay, ich glaube, den Schlüssel brauchen wir, um zu entkommen. Wir können ja auch einfach so durch die Türen durchgehen. Junge, das ist halt wirklich dunkel. Und was hat dieser Leatherface mit so vielen Opfern gemacht? Wisst ihr, was ich glaube? Ich habe da eine Theorie. Bei den ganzen Menschen, die Leatherface hier bisher gebunkert hat in seinem unterirdischen Keller bei Marty Matrazos Haus, glaube ich, dass er Folgendes gemacht hat. Dieser Newsartikel wurde dazu benutzt, um die ganzen schaulustigen Opfer einfach loszuwerden. So, ist hier irgendwo das Licht? Kann man das Licht irgendwo einschalten? Oh, oh, oh. Junge, er ist da. Er ist da. Er ist da. Er läuft mir hinterher. Okay, Leute. Damit ich euch beweise, ist er da. Junge, okay, jetzt müssen wir laufen. Wir müssen laufen, 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 laufen. Ist er weg? Ich glaube, der ist weg. Okay, hier steht's. Find missing woman. Das ist die gleiche. Das ist die Frau. Das ist die Frau, die wir suchen müssen. Und da ist der Ausgang. Also... Oh nein. Also wir brauchen erst einen Strom und wir brauchen einen Schlüssel. Ah, Mann, ey. Okay, dann suchen wir erstmal, wie wir Strom aktivieren können. Ich glaube, das ist hier wirklich das allererste Problem, das wir lösen müssen. Also gehen wir mal hier durch dieses komische Labyrinth durch. Wie groß ist dieser Keller, bitte? Was sind das hier für Orte? Ich glaube, in First Person ist es tatsächlich am besten, hier rumzulaufen, bis ich keine Taschen habe. Oh, Leatherface! Ah, Hilfe! Hilfe! Okay, okay, keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Bin ich in Sicherheit? Ich glaube, ich bin in Sicherheit. Boah, Junge, war das knapp. Oh mein Gott, das ist, ist das der Schlüssel? Leute, wir haben den ersten von 3 Missionen geschafft. Nehmen wir den Schlüssel mal mit. Okay, damit streichen wir jetzt die erste Mission von unserer Liste. Den Schlüssel zum Entkommen haben wir schon mal. Jetzt müssen wir noch den Strom aktivieren. Oh, warte, hier ist was Interessantes. Leute, wisst ihr, was ich gefunden habe? Eine Taschenlampe. Damit ist das Spiel noch ein bisschen gruseliger. Aber gut. Oh, was ist das? Ich höre die ganze Zeit diese Kettensäge. Okay. Leatherface ist schon ein crazy Typ, muss ich sagen. Also ich dachte, was ist das? Turn the power on to open. Electric switch needed. Find bolt cutter to un... Leute. Ist das, was ich denke? Er ist direkt vor mir, ne? Er ist direkt vor mir. Nehmen wir mal in den anderen Raum. Oh nein. Er läuft, 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 er läuft. Was ist das hier? Yo! Ist das... Was ist das für ein Ort? Schon wieder das Bild von der Frau.
Warum ist die so wichtig? Ich meine, sie ist die Tochter eines Millionärs. Billionärs? Welche könnte das sein? Sieht man sie hier? Hallo? Bist du die Frau? Na, wahrscheinlich nicht. Okay. Oh, das ist die Tür, Leute. Oh, dafür brauchen wir also auch den Schlüssel. Den haben wir. Und wir müssen den Strom wieder aktivieren. Nur so könnten wir die Tür öffnen. Aber das ist ja nicht das Einzige. Wir brauchen ebenfalls auch noch die Frau. Ich muss wissen, dass es ihr auch gut geht, weil es kann ja sein, dass Leatherface vielleicht sie nicht nur entführt hat, sondern sie bereit verarbeitet hat. Warte, ich höre dort Geräusche. Hört ihr das? Das hört sich nach Strom. Ah! Das hört sich nach Strom an. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach Strom an, Leute. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir da reinkommen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ist hier Strom? Electrical? Ist das das? Wow. Das sieht danach aus, oder? Nee, Leute. Es ist einfach nur ein Haufen, der in der Mikrowelle erhitzt wurde. Warum? Diese Geräusche sind absolut Wahnsinn. Ich glaube, der Five Nights at Freddy's Beobachter-Mitarbeiter, der hat es ja auch nicht überstanden. Okay, er ist da, er ist da. Oh Mann, der sucht aktiv nach mir. Der ist auch wirklich aggressiv. Wo ist hier Strom? Strom, Strom oder die Frau? Hallo? Haben Sie vielleicht Strom gesehen? Nein, haben Sie nicht. Ich glaube, der hat das letzte Licht erblickt. Komm schon, Junge, wir schaffen das. Ist Feuerzeug. Nee, nicht Feuer, wie nennt man das? Wasserlöscher. Nicht Wasserlöscher, Wasserlöscher, genau, Leute. Kennt ihr den Wasserlöscher, nicht Feuerlöscher? Damit kann auch Wasser löschen. Was ist das? Shoot this button to power. So was, ich hau da einfach. Ich hau da einfach drauf, Leute. Hau drauf! Warte, mit dem Kopf. Zack! Geht der Strom an? Ja, geht an. Das heißt, wir können jetzt entkommen. Ich weiß, wo die Tür ist, aber wir müssen nur noch nach der Frau suchen. Oh, jetzt ist es ganz entspannt, Leute. Wo könnte die sein? Ich sehe, überall geht's hier ab. Alarm, Alarm. Ich weiß, hier ist absoluter Alarm. Okay, haben wir hier irgendwas in diesem Raum? Boah, wisst ihr, was so auffällt? Alle sind immer dieses Mumifizierte. Also, die haben alle... Oh mein Gott! Jo, der kann nicht nur... Der hat nicht nur Kettensäge, der kann damit auch noch schießen! Was ist denn das für eine Kettensäge, die der hat? Ich kann mich auch gar nicht verteidigen vor dem. Der ist einfach nur... Oh mein Gott! Junge, lauf! 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 Lauf um dein Leben! Okay. Wir sind hier in Sicherheit. Wir sind hier in Sicherheit. Warte mal, wer ist das? Ist das die Frau... Das sieht auf jeden Fall... Oh Mann, ey, hört ihr das? Was der gerade macht? Das sieht auf jeden Fall nach der Frau aus. Wir gucken mal das Gesicht. Leute, das ist die Frau. Sie hat es nicht überstanden. Nein. Nein, Leute, die 1 Million Dollar ist ein Futsch. Niemand bekommt sie. Leatherface hat sie sich bereits geschnappt. Wir sind zu spät gekommen. Aber ja, wir müssen abhauen. Er ist immer noch auf der Jagd nach mir. Und ich weiß nicht, wie man aus diesem verrückten Labyrinth hier rauskommt. Lauf Vollgas, Junge. Vollgas. Da ist die Tür. Da ist die Tür, Junge. Wir müssen hier raus. Raus. Na los. Einmal den Knopf anmachen. Achtung. Okay. Hier noch aufschließen. Ja. Und jetzt nichts wie raus hier. Okay. Endlich raus hier aus diesem... Wo sind wir? Ja, stimmt. Das ist ja ein riesiges unterirdisches Tunnelsystem gewesen. Hier sind wir gerade rausgekommen. Und wo sind wir immer noch beim... Wir sind immer noch auf der Matrazzo Ranch. Das Ganze im Untergrund ist ein riesiger Komplex. Hätte ich nicht gedacht, dass er hier so, sich sowas aufbaut. Naja, ich wusste, dass der nicht aus irgendeinem bestimmten Grund Milliardär ist. So, okay. Dann gehen wir... Hört ihr das? Ich bin nicht der Einzige, der das hört. Das ist die Kettensäge, oder? Sie wird lauter. Wo kommt es her? Von links? Von rechts? Von hinten? Ich habe keine Ahnung, wo es kommt. Ich höre es. Okay. Es gibt nur eine Option, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen in ein Auto. Wir müssen schnell ein Auto suchen. Lauf, Franklin. Wir müssen schnell ein Auto suchen. Es wird immer lauter. Es wird immer lauter. Okay, komm, 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 Junge. Hier rüber klettern. Das sieht nicht so gut aus, Leute. Ich brauche ein Auto. Gib mir jemand bitte ein Auto. Ist hier denn gar kein Auto geparkt? Hallo? Ich brauche ein Auto. Irgendwo. Ja, nice. Nice. Da ist eins. Da ist eins. Okay, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Warte, wer ist das da vorne? Seht ihr das? Es ist Leatherface. Oh, nein. Nein, Junge, mich holst du nicht. Okay, es gibt jetzt nur zwei Optionen. Entweder wir überfahren ihn. Oder wir hauen ab. Aber ich weiß nicht, er kennt safe meine Adresse. Der hat meine ganzen Personaldaten. Der hat meinen Ausweis genommen.
Okay, Leute, wir fahren einfach drauf. Vollgas! Vollgas! Ja! Wir haben ihn, Leute! Okay, ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt noch machen müssen, aber ich habe ihn erwischt. Let's go, Leute. Komm, noch einmal voll drauf. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist der? Ich habe ihn... Ich höre ihn nur. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er, Face? Da ist er! Ja! Ja! Nimm das! Oh mein Gott, er hat sich an... Okay. Ich glaube, wir haben ihn besiegt. Wow, Leute, das war schon gruselig. Fahren wir jetzt nach Hause. Wir haben ihn besiegt. Leute, wir haben Leatherface besiegt in GTA. Ich glaube, dass kein normaler Mensch hat sowas jemals überstanden. Ich meine, als wenn ein Ghostface oder ein Michael Myers sich einfach so wie in diesen Horrorfilmen wiederbeleben. Das würde doch hier niemals passieren. Okay, Leute, entspannt. Dann gehen wir mal jetzt nach Hause. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Warum wird's so laut? Wo kommt das? Ah! Oh mein Gott. Oh, oh nein. Nein. Lass mich. Lass mich. Wir müssen ihn besiegen, Leute. Wir müssen ihn besiegen. Wir müssen ihn besiegen. Nein. Das kann nicht sein, dass der überlebt hat. Aber wenn ihr einen zweiten Part haben wollt, dann lasst einen Like da. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns in Part 2. Haut rein. Ciao.